So, hey Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Und heute soll es um 6 Gewohnheiten in Japan gehen, die so typisch japanisch sind, die es vielleicht in der Form nur in Japan gibt. Man muss ja auch irgendwas Interessantes in den Titel schreiben, aber es sind halt schon so Gewohnheiten, die ich halt in Japan kennengelernt habe, die ich in Deutschland in der Form noch nicht kannte und die mir halt aufgefallen sind. Und darum soll es einfach heute gehen in dem Video und ich hoffe, da ist was Interessantes für jeden dabei. Wir fangen direkt an und wie immer, let's go. Das erste ist die Badewanne am Abend. Japan hat ja wirklich eine Badewannenkultur, sag ich mal. Das ist wirklich so, also die Leute, die ich auch kennengelernt habe, von den ganzen Leuten zum Beispiel und auch wie die japanischen Wohnungen eingerichtet sind, fast jede Wohnung eigentlich in Japan und in jeder, der ich irgendwie auch mal war, hatte eine Badewanne. Selbst mein Studentenwohnheim, wo ich gelebt habe, auch, das war auch ein kleines Zimmer, aber selbst das hatte eine Badewanne. Das ist ziemlich geläufig, dass man in Japan sich vor dem Schlafen gehen, dass man sich da vorbadet und säubert etc. Ja, also echt tatsächlich ziemlich viele Leute baden, also wirklich in der Wanne. Oder ich denke eben auch, ja, abends duschen, das machen bestimmt auch viele. Aber es ist oft so, dass sie es eben abends machen und die wenigsten machen das morgens. Das soll deswegen sein, weil man abends, bevor man ins Bett geht, halt sauber sein möchte. Ich habe in einem Restaurant auch mal in Japan gearbeitet und der Restaurantmanager hat auch immer gesagt, so nach der Arbeit, Hamotskareta mo ofuroni haitte nedde. Nach der Arbeit ist es auch bestimmt sehr erholsam, das zu machen. Das könnte auch ein Grund sein, weil Japaner so viel arbeiten. Es gibt ja auch heiße Quellen, also Onsen und dann Sento sind dann die öffentlichen Bäder. Da gehen auch Leute regelmäßig zum Beispiel hin. Und es gibt eben Leute, die das dann auch einmal pro Woche machen oder so oder jeden Tag. Aber ich sag mal von den jüngeren Leuten glaube ich eher weniger. Aber das ist eben auch keine Besonderheit, in den Onsen oder in den Sento zu gehen und sich da ja sauber zu machen und dann dort am heißen Wasser sich zu erholen. Gewohnheit Nummer 2. Nie trinken, also nie Alkohol trinken, ohne etwas daneben zu essen. Ich sage jetzt nicht, dass es immer der Fall ist oder bei für jeden Japaner gilt, ist ja klar. Aber was mir halt aufgefallen ist, wenn ja Alkohol getrunken wird, dann wird dazu eben auch oft in Japan irgendwas Kleines dazu gegessen. Es gibt ja dieses japanische System von den Izakaya, das sind japanische Kneipen, die halt viele kleinere Gerichte auch anbieten, also ein relativ großes Menü mit kleineren Gerichten. Und da kann man eben in erster Linie natürlich Alkohol auch trinken, Bier, Sake und so weiter. Und dann hast du aber auch eben ganz viele kleinere Gerichte, zum Beispiel Edamame, zum Beispiel Karaage. Und das kann man halt gut dazu essen. Also es wird halt sehr oft, eigentlich immer, ne, was dazu gegessen, wenn man trinkt. Wenn ich bei Freunden irgendwie war und man hat sich dann irgendwie ein Bier geholt, dann war es eigentlich immer so, dass auch dazu ein Snack dazu geholt wurde. Also es nennt sich ja Otsumami. Otsumami nennen sich die Speisen oder kleinen Snacks, die man zum Alkohol dazu nebenbei isst. Das könnte vielleicht daran liegen, einfach, dass vielleicht Japaner nicht ganz so Alkohol rein vertragen. Ich weiß nicht, es ist einfach so auch die Kultur. Was auch ganz beliebt ist als Otsumami, als kleiner Snack neben dem Alkohol, das sind die Kakinotane. Das sind so Reiskräcker, die so ein bisschen schärfer sind. Und das gibt es dann auch zusammen mit Erdnüssen. Und das habe ich mir auch oft geholt. Und es passt halt wirklich sehr gut dazu. Zum Beispiel Edamame und Bier ist auch eine super Kombi. Also ein bisschen was Salziges mit Alkohol kombiniert. Das ist halt wirklich sehr oft in Japan der Fall. Und ich habe es eigentlich noch nie so richtig erlebt, dass einfach nur Japaner sich was geholt haben, so ein Bier geholt haben und es dann einfach nur getrunken haben. Es ist halt wirklich oft der Fall, dass man daneben was isst. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist ganz speziell und zwar Tejime. Das ist ein gewisser Gebrauch in Japan, was man am Ende von Veranstaltungen, Partys oder Geburtstagsfeiern, Zeremonien, Versammlungen, sogar auch Verhandlungen teilweise macht, habe ich gelesen. Das macht man am Ende, so eine Art Gruß, man schlägt in die Hände, genau. Und das macht man, damit man so diesen Abend als Gruppe harmonisch beendet und einen Schlussstrich quasi hinter dem Abend zieht und dann friedlich nach Hause geht, wie auch immer. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man das macht. Es gibt die Art von Ichojime, das heißt einfach nur einmal in die Hand klatschen. Und das machen dann alle synchron von der Gruppe. Und meistens sagen die dann so, yo, und dann... Oder was dann auch noch gibt, ne, anderer Wort ist Ipponjima. Das ist, wenn man dreimal klatscht.
und dann ist es zu Ende. Und dann klatschen alle, hat einen schönen Abend etc. Und dann gibt es auch noch Sanbunji, man nennt sich das, wenn man das dann wirklich dreimal jeweils hintereinander macht. Hat irgendwie was, so ein bisschen dieser Gruppendynamik-Moment am Ende nochmal. Habe ich lange Zeit nicht gewusst, dass es das gibt. So, als nächster Punkt, als vierter Punkt, vielleicht kennt ihr es ja aus Filmen oder Anime und so weiter, dass die Japaner sagen, Itadakimasu, und dann kurz die Hände falten, die Gebetspose machen und dann fängt man an zu essen. Das hat halt wirklich so den Hintergrund, dass man sich nicht nur guten Appetit wünscht, sondern auch wirklich der Dankbarkeit gegenüber dem Essen, zum Beispiel gegenüber dem Tier, was dafür sterben musste, oder gegenüber den Reisbauern, die den Reis angebaut haben, für die Leute, die es hergestellt haben. Also der Prozess, wie das Essen auf den Tisch kommt, dass man sich dagegenüber dankbar äußert. Es soll auch tatsächlich mit dem Buddhismus in Japan zu tun haben. Das soll der ursprüngliche Gedanke da sein, dass man auch sehr viel Essen auch wertschätzt, allgemein Dinge wertschätzt. Also das ist auch eine Pose, die die sehr oft machen. Finde ich auch natürlich eine schöne Sache und hat eigentlich den Ursprung im Buddhismus, wie eigentlich viele Verhaltenssachen in Japan. Also da hat wirklich die Religion so diesen gewissen Ursprung und es ist so ein gesellschaftlicher Spirit, der sich da durchzieht, auch wenn viele Japaner gar nicht so praktizierend religiös sind, aber es ist irgendwie trotzdem in der Kultur mit drin. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist beim Anstoßen auf die Gläser gucken. Wir sagen ja hier in Deutschland, wenn man nicht beim Prost, ne, sich in die Augen guckt, dann ja, 7 Jahre kein Spaß etc., sagt man ja. In Japan ist es ein bisschen anders. Da schaut man sich eigentlich nicht so in die Augen. Am Anfang hat mich das ein bisschen genervt. Also ich finde einfach schön diesen Moment, wenn du mit jemandem anstoßt, du guckst dir wirklich in die Augen. Ne? Diesen Augenkontakt finde ich eine schöne Sache. Ich connecte auch sehr gerne mit Leuten. Also ich schaue jetzt auch direkt in die Kamera quasi so. Nee, aber auf jeden Fall finde ich ein schöner Moment, ne? beim Anstoßen, sich in die Augen zu gucken. In Japan ist es halt so, dass die Leute eigentlich auf die Gläser schauen in dem Moment, weil es wichtig ist, dass der am höchsten steht in der Rangordnung, in der Hierarchie, zum Beispiel wenn man es, ne, bei so einem Meeting oder so oder bei so einer Firmenveranstaltung, wenn der Boss dann da ist, man dann trinkt, dann stoßen die so von unten an alle anderen und der am höchsten steht, der kann halt von oben so anstoßen. Deswegen achtet man da sehr drauf oder es muss gar nicht, denke ich, mit der Firma zu tun haben, auch mit Leuten, die älter als einem, als jemand selbst ist oder so, in einer anderen Form, zum Beispiel in der Uni etc., dass man dann halt der am ältesten ist, der hat dann das Recht quasi oder der kann dann halt weiter von oben anstoßen, aber die anderen achten darauf, um den Respekt zu zollen, dass sie von unten so mehr anstoßen. Tendenziell würde ich immer empfehlen, von unten mehr anzustoßen, wenn man in Japan zum Beispiel ist. Das ist so eine Sache, die mir auch sehr aufgefallen ist und die auch sehr geläufig sein soll. Als letzten Punkt habe ich hinterherwinken bei der Verabschiedung, bis die andere Person nicht mehr sichtbar ist. Das kann schon sein, dass man in Deutschland das auch macht, wenn man zum Beispiel wirklich eine Person verabschiedet, die zum Beispiel längere Zeit weggeht, wenn zum Beispiel die Tochter nach Australien fliegt nach dem Abi, was weiß ich, oder halt nach Japan, würde ich eher empfehlen zum Beispiel. Dann bestimmt, ne, als Mutter, als Papa sagt man so, tschüss, ne, schönes Jahr, wir werden dich vermissen, dies, das. Und schaut dann natürlich hinterher und, ne, winkt ein bisschen. Aber in Japan ist es halt so, was mir halt wirklich aufgefallen ist, als ich zum Beispiel ein Jahr in Japan so ein Praktikum gemacht habe, da bei so einem Bewerbungsgespräch war ich da, bin dann wieder heimgekehrt, also habe das Büro verlassen und so. Und die 2 Leute von der Personalabteilung, die sind halt einfach bis zum Aufzug mitgekommen und haben hinterhergewunken, bis die Aufzugtür zu ist. Also bis ich nicht mehr sichtbar war, haben die mich verabschiedet. Oder auch zum Beispiel, als ich bei einem Friseur war, da habe ich quasi so als Hair-Model, was heißt ausgeholfen, aber ich wurde angefragt und habe mir dann kostenlos die Haare schneiden lassen und dann bin ich gegangen und so, die haben sich bedankt und der Friseur ist dann auch mit mir bis zum Aufzug gegangen, hat dann mir zugewunken, hat sich verbeugt, bis die Aufzugtür zu war, war halt da und ist eine super schöne Geste, finde ich echt super schön. Und ja, und das ist mir auch in anderen Sachen aufgefallen, allgemein, ne, wenn man Tschüss sagt, dass die wirklich einem lange hinterher winken und so. Ich denke, das ist auch so ein bisschen dieses typische Höflichkeitssache. Deswegen passt das halt auch sehr gut, denke ich, rein in diese ganze japanische Kultur und habe ich deswegen als letzten Punkt dazu genommen. Also, das waren die Punkte, die ich teilen wollte, die ich sehr interessant finde, die es in der Form vielleicht nur in Japan gibt oder zumindest vielleicht nur in dem Raum
dann könnt ihr natürlich wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft immer als Video, dass es dann irgendwie vom Algorithmus mehr quasi gepusht wird und dies, das. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Also, bis dann und Peace.